Moin miteinander. Der Kona meiner Frau Elena, der hat ein BMS-Update bekommen und damit soll diese übliche Treppenkurve, die der Kona sonst so leider hat beim Laden und sehr schnell das Niveau seiner Ladegeschwindigkeit reduziert, deutlich verbessern. Ich bin da ganz gespannt. Ich habe den Wagen jetzt mal ein bisschen leer gefahren auf 23%, was beim Kona schon ewig gefühlt dauert. Ja, ihr seht das. Und hat jetzt keine Lust, das noch weiterzufahren bis auf 20 oder 10%. Der hat jetzt noch 95 Kilometer Reichweite und das wäre bei meinem Ioniq irgendwie 55, 60%. Also ja, sei es drum. Ich werde jetzt mal eben hier an der Comfort Charge der ehemals Telekom, ne? Ihr kennt das, da vorne, werde ich jetzt mal anschließen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich für euch da irgendwie eine Ladekurve aufzeichnen kann. Ich hoffe das. Und dann analysieren wir das mal. So, Ladestrom ist bei 53 kW. Also das ist jetzt nichts Überragendes. Bei 24%. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist jetzt interessant. Also wir sind jetzt bei 34% und er lädt jetzt mit, das seht ihr, 74 kW. Dass der dann nochmal steigt. Also er war die ganze Zeit irgendwie nur so bei ein paar 50 und dann einmal zack, 74 kW. Warum auch immer. Ich werde weiter beobachten. So, ein bisschen über 40%. Und immer noch mit 74 kW. So, 56% und er zieht immer noch mit 74 kW. Ich habe mal eben ins Handy geguckt hier auf die Ladekurve. Also definitiv irgendwie, das kann man natürlich, weil da nicht genau die Einheiten sind, genau erkennen, aber es müssten so um die 53 sein mal oder 52 sein, wo er normalerweise sonst abgegangen ist und runter mit einer weiteren Treppenstufe auf unter 60 kW. Ladeleistung geht, also Ladegeschwindigkeit. Ich blende das am besten mal jetzt hier über. Das ist die alte Kurve und ihr seht genau, wir sind jetzt ungefähr bei 57%, also kurz vor der 60er Angabe da oben. Und da geht er dann schon definitiv runter auf ein bisschen unter 60 kW. Und ja, das tut er nicht. Wir sind so, jetzt stehen wir bei kurz vor 60% und jetzt ja, kaum merklich, aber ich zeige es euch mal eben. 60 und er zieht immer noch mit 72. Ich blende euch jetzt mal eben die alte Ladekurve ein. Also da sieht man das nämlich eindeutig, dass er dann bei 60% schon locker unter 60 kW Ladeleistung war. Ne? Die ist irgendwann abgefallen, wenn man das so ein bisschen guckt, bei 55%. Das heißt, das nächste Fenster wären jetzt so um die 70% und da gucke ich dann mal, wo er dann ist. Obwohl, jetzt gerade sehe ich, ihr seid live dabei, das ist ja lustig. Also, wir sind bei 61% und bei 61% geht er jetzt auf 60 kW Ladeleistung runter. Auf 60 kW. Das ist also eine Verschiebung des Ladefensters um, naja gut, vorher war bei 55, bei 5%. Also es ist jetzt merklich, also immer noch eine Treppenstufe. Jetzt steht er bei 60 kW. Die nächste Step, wo er dann unter 40 laufen würde, sind dann ungefähr bei 70-72%. Da würde ich mich dann nochmal melden. Aber ihr seht jetzt genau, also es war echt Zufall, bei 61% hat er reduziert von 74, die er hatte, 72, 74, auf jetzt knapp 58. Also ich melde mich dann. Das sind die 70% und immer noch 60 kW. Aber in der alten Ladekurve waren das ja auch ungefähr 72% ungefähr, wo er dann zurückgeschätzt ist. Ne? Also ja, doch ziemlich genau bei 70. Ja, guck mich einmal mal. Also es schwankt hier tatsächlich auch immer so zwischen 60, 59. Jetzt ist er gerade wieder bei 59. Eben hat er kurz die 60 auch gezeigt. Und draußen der Comfort Charge Lader, der macht auch viel weniger Radau inzwischen. Also eben, als er angefangen hat mit den
mit dem Laden, da hat er richtig Radau gemacht und den Lüfter angeworfen. Wir haben es hier, seht ihr unten, 24 Grad. Aber nichtsdestotrotz, er zieht durch. Ja, ich bin ganz gespannt, ob dieser große Einbruch kommt. Ne? Mal gucken, ob wir das hier drauf kriegen. So, also dieser große Einbruch hier, den hier meine ich, den da. Der ist bei ungefähr, wenn ich mal eben so hoch scrolle, bei, hier unten ist 70, ne? Also hier ist die 60, da ist die 80, also hier bei 70. Da geht er dann runter auf unter 40. Und wir haben jetzt inzwischen 72. Und er ist bei 58. Ich glaube also, mal vorsichtig behaupten zu wollen, dass er diese Treppenkurve entschärft hat. Also er, der Entwickler bei Hyundai. Wenn man nämlich hier mal guckt, dann seht ihr, dass er da eine Stufe hat, oben, dann hat er da eine Stufe und hier die Stufe, dann kommt da gleich noch eine Stufe hinterher. Und im Moment habe ich jetzt nur eine Stufe gehabt, wenn man das am Anfang mal auslässt, wo er hier noch nicht so auf Dampf war, da hatte er das, was wir jetzt haben, so ein paar und 50. Und dann ist er hochgegangen auf die 74, hat die ganze Zeit die 74 oben gehalten, die man hier auch so ungefähr sieht. Und dann ist er dann irgendwann einmal runtergegangen auf 60%. Also 60 kW, sorry, nicht 60%. Seitdem hält er die jetzt auch wieder bei 73%. Alles nach wie vor im grünen Bereich. 59 kW bei 73. Ich würde jetzt mal eben noch warten. Nee, das ist für euch zu langweilig. Ich beobachte einfach und melde mich dann. Ihr habt ja kurz nochmal die 60 kW gesehen, seht ihr? Also er geht auf 60 kW. Wir haben jetzt 75% gerade erreicht gehabt und da ist er dann zurückgegangen auf 38 kW. Das ist ungefähr das, was er vorher auch hatte. Das war genau dieser lange Sprung. Ich zeige euch nochmal hier im Handy. Das ist der hier. Da geht er dann bei... Ja, jetzt sind es 75% gewesen und hier waren es bei 72%. Also das ist jetzt nicht so der große Schritt, denke ich mal. Ja. Also ich warte jetzt noch bis 80%, weil den Rest tue ich mir nicht mehr an, weil er bei 80%, das seht ihr hier, da unten ist die 80, da macht er dann noch wirklich einen Schlenker auf, das sind dann höchstens noch 25 kW. Das will ich nochmal eben auf jeden Fall abwarten. Das ist ohnehin jetzt gerade spannend, jetzt, wenn ich das nochmal genau betrachte. Wir sind jetzt ja ungefähr hier oben bei diesem kurzen Stück da, ne, wo er mit einem kurzen Stück 38 kW lädt und dann abfällt bei 78% auf, ja, was sind das, 25 kW. Den warte ich auf jeden Fall jetzt mal ab, ob er den auch macht. Und den zieht er dann ja durch bis über 90%, aber im Moment hält er noch die 35, 36 kW, ist aber jetzt bei kurz vor 80%, also bis 75% hat er noch mit 60 kW geladen. Wir haben die 80% erreicht und er lädt nach wie vor mit 36 kW und das ist definitiv eine Verbesserung zu dem, was vorher war, weil ich zeige es euch nochmal eben auf dem Handy hier. Wir sind vorher hier abgefallen, bevor wir überhaupt 80% und ist die 80 erreicht haben, ist er runtergegangen auf ungefähr, ja, was seht ihr hier, ungefähr 25 kW. Und das macht er bei 81%, genau in diesem Moment, als wenn ich es bestellt hätte, seht ihr, dass er jetzt bei 25 kW ist. Also ab ca. 80, 81, er ist umgesprungen auf 81 und hat dann reduziert auf 24 kW. Ich glaube, vorhin war die Stufe 61 und 71. Das werde ich nochmal zeigen. Ja, soll es jetzt aber tatsächlich auch schon gewesen sein. So, 81%. Meine Frau fährt das Ding tatsächlich bei 13,6 Kilowattstunden auf 100. Den Kona mit 64 Kilowattstunden Akku. Und wir haben bei 81% jetzt 373 Kilometer Reichweite. Das kann sich sehen lassen, glaube ich. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um die Ladekurve. Und ja, dazu werde ich mal eben die beiden Ladekurven übereinander legen, also die vom vor dem Update und jetzt nach dem Update.
seht ihr jetzt genau und dann kann ich mal eben was dazu erzählen. Es ist immer noch die Treppenkurve, das heißt so eine leicht abfallende Kurve, wie sie zum Beispiel beim e-tron und wie Gerüchte es sagen, auch beim ID3 sein wird, ist hier nicht zu sehen, sondern Hyundai bleibt sich da so ein bisschen treu. Die wurden aber ein bisschen entschärft. Es ist jetzt für mich jetzt nicht der große Sprung, sondern nur so ein bisschen verbessert, aber ihr seht es selbst. Also von daher, ja, ist definitiv besser, aber immer noch nicht genial. Er lädt jetzt schneller damit, bis 80%. Damit kann man im Alltag gut arbeiten und ja, danach müsst ihr dann für euch entscheiden, ob ihr dann warten wollt oder ob ihr das Auto dann noch voll macht bis 90% und so weiter. Also für ein E-Cannonball oder ein ähnlicher Fleißfahrt würde ich immer nur empfehlen, bis maximal 70% zu gehen. Danach ist es ja nochmal deutlich langsamer mit knapp 38 kW. Und dann erst ab 80, da kann man eigentlich keinen Blumentopf mehr gewinnen, da würde ich es dann weglassen. Aber bei der Reichweite 373 Kilometer bei 80%, da kommt ihr noch richtig gut klar, denke ich. Gut, soll es gewesen sein. Ganz kurzer Eindruck, einfach nur vom BMS-Update aus den Kona. Und also für euch hin zum Händler, lasst es euch aufspielen. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung, keine Verschlimmbesserung, wie es häufig der Fall ist. Und gut, soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Daumen hoch fürs Video, wenn ihr möchtet. Und natürlich dürft ihr meinen Kanal auch abonnieren. Würde mich immer sehr, sehr freuen. Ich freue mich tatsächlich über jeden einzelnen Abonnenten. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.